So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Heute zu einem neuen Video zu The Hunter Call of the Wild. Ihr habt es sicherlich am Videotitel schon gesehen. Ich glaube, es wird in diesem Kalenderjahr noch eine neue Map geben. Lustigerweise muss ich sagen, ich habe eigentlich schon mindestens seit 10 Tagen vorgehabt, dieses Video zu machen. Es ist tatsächlich so und jetzt habe ich gestern und vorgestern dann bereits auch die ersten englischsprachigen YouTuber gesehen, die auf dieses Thema aufgesprungen sind. Aber das ist an sich gar nicht so. Gehen wir mal schnell hier rauf, sonst tötet uns der Stier noch. Das ist an sich gar nicht so abwegig, denn dieses Spiel gibt es seit 2017 und eigentlich kann man mehr oder weniger ganz grob sagen, alle halbe Jahr hat es eine neue Karte gegeben. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz zeigen, wo aktuelle Reviere sind. Das letzte Revier kam ja jetzt dann mit den Silver Ridge Peaks nochmal in Nordamerika als neue Karte dazu. Das müsste so im Juli, August gewesen sein, ohne dass ich jetzt nachschaue. Ich finde es immer ein bisschen schade generell, dass der PC hier bevorteilt wird als Plattform und dort die Karten teilweise 2 Wochen oder noch mehr Vorlauf haben vor den neuen Karten auf der Konsole. Ich hoffe, das ist diesmal nicht der Fall. Aber ihr seht jetzt hier nochmal ganz kurz, wo die aktuellen Karten platziert sind. Wir haben jetzt hier 3 mit Yukon Valley, mit Layton Lake und mit Silver Ridge Peaks in Nordamerika. Dann haben wir hier Park Fernando in Südamerika. Dann haben wir hier Cuatro Colinas. Das ist das Revier in Spanien. Dann haben wir hier noch dann Furhonga Savanna, wo wir gerade sind, in Afrika. Dann haben wir hier noch Hirschfelden, eine ganz klassische Karte in Europa. Und dann die Meerwert Tiger in Russland. Jetzt kann man natürlich spekulieren, wenn wir uns jetzt hier mal die Karten anschauen, beziehungsweise die Weltkarte, wo jetzt hier noch Platz wäre. Es ist ja schon, bevor die spanische Karte rauskam, seinerzeit in diesem Jahr und dann auch die Silver Ridge Peaks in Nordamerika, wurde ja immer wieder spekulativ gesagt. Australien, ihr seht es ja jetzt hier auch, da wäre natürlich logischerweise Platz für eine Karte. Das wäre mal eine erste Spekulation. Dann haben wir noch aus meiner Sicht gute Chancen, vielleicht in Afrika auf der, ja, ich sag mal, auf der oberen Seite des Kontinents eine Karte zu platzieren. In der Sowjetunion bzw. in Asien generell wäre natürlich auch noch Platz. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles spekulativ, denn allein in Nordamerika gibt es mittlerweile auch 3 Karten. Und mit den Silver Ridge Peaks, bis die Karte dann draußen war, hat fast auch keiner gerechnet. Ein ganz neues Gerücht soll aussagen, Neuseeland. Das wäre auch ein interessantes Revier, wie ich finde. Und würde natürlich auch eine interessante Flora und Fauna darstellen. Ich denke mal, Australien wäre auch interessant, der ganze asiatische Raum auch. Würde man sich jetzt theoretisch aus meiner Sicht für den Norden Afrikas entscheiden, ja, welche Tiere willst du da noch machen? Weil ich sag mal, wenn sie Hyänen oder Ähnliches noch hätten ins Spiel bringen wollen, das hätte man aus meiner Sicht ja auch in der aktuellen Afrika-Karte nachpatchen können. Lassen wir uns mal überraschen. Während wir jetzt hier natürlich noch mal ganz kurz ein bisschen dann jagen. Wie ist jetzt meine persönliche Einschätzung? Ich glaube schon, dass eine Karte noch dieses Jahr kommen kann. Auf jeden Fall. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, Neuseeland scheint jetzt im Moment das, wie ich finde, beste oder härteste Gerücht zu sein. Vielleicht Neuseeland. Australien würde sicherlich vom Platz her Sinn machen, am meisten vielleicht sogar. Afrika glaube ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt schon auch noch ein paar interessante Sachen und im Endeffekt kann man das nicht genau auch sagen, weil mit den Silver Ridge Peaks in Nordamerika hat eigentlich auch niemand gerechnet. Und deswegen lassen wir uns da mal überraschen. Während ich hier vielleicht jetzt relativ schlecht schieße. Den Stier wollen wir natürlich noch erlegen, hier auf unserem Hochsitz. Und ansonsten
möchte ich natürlich auch noch, wenn ich so ein Video mache, auf unseren Kanal-Content hinweisen. Es ist nach wie vor übrigens das Spiel noch mit den meisten Videos auf unserem Kanal. Mit, ich glaube, ohne nachzuschauen, knappe 150 dürften es sein. Wir machen es meistens in Form von Livestreams. Wir sind ja drei Leute auf dem Kanal. Das heißt, ich, der Jens, der Gregor und auch der Christian. Wir spielen immer sehr gerne Hunter Call of the Wild zusammen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ansonsten macht auch jeder von uns gerne mal separat Livestreams. Mittlerweile auch hier sehr gerne mit Abonnenten, weil die Leute auch immer wieder gefragt haben, wenn sie uns haben spielen sehen. Mensch, können wir mitmachen? Natürlich. Und ich glaube, wir haben uns auch mittlerweile so ein bisschen angewöhnt, auf jeden Fall dann, auch wenn jeder von uns mal spielt, egal ob wir dann untereinander zusammenspielen oder jeder mal einzeln einen Stream macht, dass wir auch den Multiplayer generell anbieten, weil dann die Leute, wenn sie den Stream sehen, dann auch entsprechend uns und unsere Session beitreten können und dann natürlich auch gerne mit uns jagen können. Vielleicht auch mal eine schöne Sache, sich auf unserem Kanal mal zu sehen. Das machen wir ja mit Call of Duty zum Beispiel, mit der Warzone. Genauso, auch da haben schon etliche oder mehrfach zumindest Abonnenten mit uns mitgespielt, wenn sich das mal ergeben hat. Müsst ihr uns im PSN dann nur adden. Ich bin zum Beispiel unter Minga Gaming zu finden und die beiden anderen, ich glaube unter Fredo Santana und der Christian müsste unter Timme AK zu finden sein. Irgendwie unter Timme. Das kann ich ja gerne bei Bedarf nochmal unter das Video dann posten als angepinnten kurzen Post sozusagen. Das kann ich ja gerne machen. Ansonsten, ich freue mich drauf. Ich lege mich mal fest. Ich würde sagen, zu 80%, zu 90% wird in diesem Kalenderjahr noch eine neue Map kommen. Da bin ich mir sicher, weil eben jetzt auch große oder relativ große YouTuber wie ZeggyDK zum Beispiel, das ist ein Däne, der hat mittlerweile zwei Call of the Wild Kanäle, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin. Und der hat jetzt, ich glaube gestern oder vorgestern, auch ein Video rausgebracht, wo er nochmal in-game ein paar Hinweise auf eine neue Map gefunden hat. Da könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ich kann dieses Video auch gerne bei Bedarf hier mal mitverlinken. Also das ist kein Problem. Und wenn die schon damit anfangen, und ich glaube auch, dass die mittlerweile einen ganz guten Draht zu den Herstellern haben, zu den Entwicklern, dann glaube ich schon, dass man jetzt schon mit recht großer Sicherheit sagen kann, dass eine neue Map kommt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das passiert. Da hätten wir nochmal zum Jahresende vielleicht so Richtung Weihnachten vielleicht nochmal eine schöne neue Map, die wir auch dann natürlich auf dem Kanal zeigen könnten. Das wäre schon eine schöne Sache, während ich hier nochmal den einen oder während ich hier nochmal ein paar Büffel jage. Vielleicht kommt ja auch einer von denen hier noch hoch. Denke den ein, da werde ich mir die Spur noch suchen. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass es eine Map geben wird. Heißeste Spur scheint nach Gerüchteküche zumindest aktuell dann Neuseeland zu sein. Warten wir es mal die nächsten Wochen ab, wenn sich das Ganze noch präzisiert. Dann mache ich natürlich auch gerne noch ein weiteres Video, wo man dann vielleicht schon etwas präziser sagen kann, wo, was, vielleicht schon auch, dass ein paar Tierarten bekannt gegeben werden. Also, ich freue mich. Wie gesagt, das ist eins unserer drei Hauptspiele auf dem Kanal aktuell. So kann man es auch sagen und das wird auch so bleiben. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr einen netten Kommentar unter dem Video lasst. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr davon gehört? Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das ist für euch komplett kostenlos und so verpasst ihr dann auch zukünftig keine Videos mehr, unter anderem zu The Hunter Call of the Wild und entsprechend auch Livestreams. Ich bedanke mich, dass ihr hier dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.